In diesem Video erklären wir, wie Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beantragt werden können. Mit dem Bildungs- und Teilhabepaket werden einkommensschwache Familien mit verschiedenen Leistungen unterstützt. Im Kreis Unna gibt es dafür die Update-Card. Berechtigt sind Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 2, 12 und dem Asylbewerberleistungsgesetz, aber auch Wohngeldempfänger oder Empfänger von Kinderzuschlag gehören dazu. Notwendig ist der vollständige Leistungsbescheid von Wohngeld oder Kinderzuschlag. Nur daraus sind auch die Namen der berechtigten Kinder zu entnehmen. Zusätzlich muss das Datenerhebungsblatt ausgefüllt werden. Es ist im Serviceportal unter www.kreis-unna.de zu finden. Einfach nach Bildung und Teilhabe suchen. Hier sind alle Kinder und vor allem die richtige Bankverbindung zu erfassen. Wird das Kind eingeschult, muss außerdem eine Schulbescheinigung vorgelegt werden. Ist das Kind 15 Jahre oder älter, muss zu jedem neuen Schuljahr eine Bescheinigung eingereicht werden. Die Bildung- und Teilhabeleistungen kann nur für den Zeitraum der Grundleistung bewilligt werden. Bitte reichen Sie daher Ihren neuen Leistungsbescheid an uns weiter, sobald er Ihnen vorliegt. Schicken Sie uns doch einfach die Unterlagen als Foto per E-Mail an but@kreis-unna.de.